Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Grundlagen der Tragwerksplanung. Mein Name ist Maximilian und mit dem heutigen Video möchte ich eine neue Videoreihe zu dem Themengebiet Einwirkungen beginnen. Das erste Video aus der Reihe handelt vom Thema Lasten. Zu Beginn nun erstmal ein paar allgemeine Punkte über Lasten. Lasten werden im Bauingenieurwesen in der Regel in Kilonewton angegeben. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, dass Lasten entweder in Newton oder in Meganewton angegeben werden. Dabei sind 1000 Newton genau 1 Kilonewton oder 1000 Kilonewton 1 Meganewton. Ein weiterer Punkt über Lasten ist, dass diese in Pfeilrichtung positiv wirken. Und was du auch noch mitnehmen solltest, ist, dass Lasten auf ihrem Weg durch das Bauwerk häufig umgewandelt werden. Das Prinzip von der Umwandlung von Lasten veranschauliche ich auch gleich nochmal grafisch. Kommen wir nun zu den Lastarten. Im Bauingenieurwesen haben wir entweder punktförmige Lasten, linienförmige Lasten oder Flächenlasten. Bei den punktförmigen Lasten handelt es sich zum Beispiel um Stützenlasten oder um Auflagerpunkte von Trägern und Balken. Bei den linienförmigen Lasten handelt es sich zum Beispiel um Auflagerstellen von Decken oder Auflagerstellen von Wänden. Und bei den Flächenlasten handelt es sich zum Beispiel um Eigenlasten von Decken oder von Nutzlasten, die auf diese wirken. Ich habe jetzt hier natürlich nur einige Beispiele aufgezählt. Es gibt noch etliche weitere. Punktlasten werden in der Regel in Kilonewton angegeben. Linienförmige Lasten werden in Kilonewton pro Meter angegeben. Und Flächenlasten werden in Kilonewton pro Quadratmeter angegeben. Und mit diesen ersten Informationen wechseln wir jetzt auf die Zeicheneinheit. Um die Umwandlung von Lasten auf ihrem Weg durch das Bauwerk zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier mal eine kleine Grafik erstellt. Hier in dieser Grafik haben wir eine Platte, die auf zwei Unterzügen lagert und die zwei Unterzüge lagern jeweils auf zwei Stützen. Hier wäre jetzt die Platte. Hier, wenn man das mal abgrenzen würde für den vorderen, hätten wir den Unterzug und dann hier die Stütze. Und links natürlich auch nochmal. Auf diese Platte lassen wir jetzt mal eine fiktive Flächenlast wirken. Jetzt können wir zur besseren Veranschaulichung mal unser Bauwerk extrudieren. Das habe ich jetzt schon mal hier vorbereitet. Ich trage jetzt nochmal kurz die Flächenlast auf. Wenn wir uns jetzt den Kraftfluss in unserem Bauwerk genauer anschauen, dann sehen wir ja, dass unsere Platte auf den beiden Unterzügen links und rechts, hier, ich nenne die mal 1 und 2, gelagert ist. Das nennt man auch einachsig gespannte Decke. Damit würde die Flächenlast von der Mitte auf die Unterzüge abgetragen werden. Und somit hätten wir schon unsere erste Umwandlung von einer Flächenlast in eine Linienlast. Wenn wir uns nun den Kraftfluss unserer Linienlast im Unterzug anschauen, dann würde die Last auch wieder von der Mitte zu den Auflagerpunkten auf den Stützen fließen. Hier hätten wir dann wieder die nächste Umwandlung der Last, und zwar von einer Linienlast in eine Punktlast. Und damit gehe ich wieder zurück in die Präsentation. Zu guter Letzt kommen wir jetzt nun noch zu den Lastbezeichnungen. Einzellasten werden mit Großbuchstaben bezeichnet. Dabei werden ständige Lasten mit einem großen G, Nutzlasten mit einem großen Q, Schneelasten mit einem großen S und Windlasten mit einem großen W bezeichnet. Linienlasten und Flächenlasten werden in der Regel mit Kleinbuchstaben bezeichnet. Hier hätten wir auch wieder für die ständigen Lasten dann ein kleines G, für Nutzlasten dann ein kleines Q, für Schneelasten ein kleines S und für Windlasten ein kleines W. Ich habe jetzt hier mal noch einen Querschnitt durch ein Haus mitgebracht und daran möchte ich dir kurz zeigen, welche Lasten hier denn überhaupt alle wirken. Die ständigen Lasten bringe ich jetzt mal mit der Farbe Schwarz auf. Dabei hätten wir hier einmal das Dach mit seiner Eigenlast und die geben wir natürlich als Linienlast an. Die ständigen Lasten für das Dach wären jetzt hier in dieser Darstellung Linienlasten. Das liegt daran, weil wir das Ganze jetzt im zweidimensionalen zeichnen.
Wenn wir das Ganze natürlich dreidimensional zeichnen, wie ich es jetzt hier mal kurz andeuten kann, dann wären das Flächenlasten. Hier würde jetzt das Haus weitergehen und dann würden wir hier natürlich eine Flächenlast aufbringen. Zur besseren Veranschaulichung lasse ich das jetzt natürlich mal weg. Dann hätten wir natürlich noch die ständigen Lasten der Decke. Und die ständigen Lasten der Wände. In unserem Wohngebäude haben wir natürlich auch Verkehrslasten. Die zeichne ich jetzt mal rot. Diese Last hätten wir natürlich nur auf unseren Decken. Die Umwandlung von den Lasten, die wir vorhin schon angeschaut haben, lasse ich jetzt auch hier einfach halshalber mal weg. Als nächste Last hätten wir ja noch die Schneelast. Die mache ich jetzt mal blau. Und die Schneelast wird in dieselbe Richtung wie die ständige Last. Und als letzte Last hier in diesem Beispiel hätten wir natürlich noch die Windlast. Die mache ich jetzt mal grün. Die Windlast wirkt auf alle Außenseiten des Gebäudes und natürlich auch auf das Dach. Windlasten wirken übrigens immer senkrecht auf die Oberflächen. Falls du dich jetzt wunderst, warum die Windlasten hier auf der linken Seite positiv wirken, also als Druck, und auf der rechten Seite negativ, also als Zug, dann mach dir hier keine Sorgen. Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen und es dir oben in der Infobox verlinken. Falls du noch weitere Fragen zum Thema hast oder dir ein Video über ein bestimmtes Thema wünschst, dann schreib das doch gerne in die Kommentare. Und bei Gelegenheit werde ich gerne darauf eingehen. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann liked doch gerne das Video und abonniert meinen Kanal. Das wär's mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.